Herr Stadtrat, Sie sind nun eineinhalb Jahre Verkehrsstadtrat, eine wichtige Zeit, weil Leithofen hat ja genau in dieser Zeit was weitergebracht, was das Verkehrskonzept betrifft. Wie schaut jetzt der Ist-Stand aus? Ja, das Verkehrskonzept war sozusagen Ausgangspunkt für viele Überlegungen, die die Stadt Leithofen betreffen. Eines war ja beim Verkehrskonzept, man wollte abwarten, wie der neue Tunnel, die Auswirkungen des neuen Tunnels. Was hat sich verändert durch den Tunnel? Ja, hat sich schon einiges verändert. Das heißt, es ist der Durchzugsverkehr Richtung Ipsitz und Richtung das Ipstal wird großteils in den Tunnel verlegt. Was zu erwarten war, ja. Was zu erwarten war, und es wird auch und durch einige Maßnahmen, die wir jetzt versuchen, hoffen wir, dass wir doch noch einige Autofahrer dazu überreden können, den Tunnel zu benutzen und nicht die innerstädtischen Verkehrswege. Wie überredet man Autofahrer, das zu tun? Ja, es ist nicht einfach. Also eine Überredung ist sicher, das sind die 30 Kilometer Beschränkung in der Burgsteiner Straße, Ederstraße bis zur Florianebrücke. Wir hoffen dadurch, dass erstens einmal der Bereich Kindergarten und der Volksschule ein bisschen sicherer wird, und wir hoffen, dass dort die Anrainer etwas merken davon, dass weniger Verkehr ist, dass weniger Durchzugsverkehr ist. Und im Zuge der geplanten Radtangente gibt es natürlich da auch eine Kreuzung, die verhältnismäßig. Was ist das für eine Kreuzung? Das ist die Kreuzung Ederstraße, Blenkerstraße, die unter Umständen ein bisschen verkehrsberuhigter werden soll, damit eben die Radtangente, damit der Radfahrer die Straße leichter queren kann. Sie als Verkehrsstadtrat haben auf mehreren Ebenen anzusetzen. Das eine ist einmal der innerstädtische Verkehr, der Durchzugsverkehr und dann, was Sie angestoßen haben, die Radwegsituation. Der innerstädtische Verkehr, haben Sie schon gesagt, da soll man mit 30er-Zonen etwas bewirken, aber das Hauptproblem in Leithofen ist ja eigentlich der Durchzugsverkehr. Ja, das Hauptproblem ist der Durchzugsverkehr. Das Hauptproblem ist natürlich bei uns die Wiener Straße. Die Wiener Straße ist sehr, sehr stark befahren, und nur gibt es da ein Problem, also den Verkehr, den kann man nicht wegzaubern. Der Verkehr, der Durchzugsverkehr nach Weizhofen oder der Verkehr nach Weizhofen, der Verkehr durch Weizhofen, wird sich auf der Wiener Straße nur schwer verlagern lassen. Dort sehe ich nur eine Möglichkeit, dass man dafür sorgen kann vielleicht, aber das wäre ein Problem im Land zu lösen, dass man versucht, dass der Durchzugsverkehr durch Weizhofen in die Steiermark und teilweise auch durch die Steiermark unterbunden wird. Vor allen Dingen hier der Schwerverkehr. Also eine Großraumlösung sind der Schwerverkehr. Es anscheinend nützen immer noch einige Frechter oder einige Großraumtransporter die kürzere Wege über Weizhofen und das Ennstal, anstelle dass sie die Autobahn benutzen. Aber natürlich, die innerstädtische Verkehrslösung ist ja direkt beeinflusst von dieser Durchzugsverkehrssituation. Also wenn man da nichts ändern kann, wird sich wahrscheinlich auch innerstädtisch schwer was ändern lassen. Teils. Also innerstädtisch hat man natürlich die Möglichkeit, sozusagen bewusstseinsbildende Maßnahmen zu setzen, um doch mehr auf die sanfte Mobilität auszuweichen, sprich Wege zu Fuß zurückzulegen, Wege mit dem Rad zurückzulegen und die Öffis zu verwenden. Aber mit Vernunftlösungen
ist bisher eigentlich noch selten etwas passiert. Ja, es ist aber schon ein Umdenken. Also man braucht nur in den letzten Jahren den Radverkehr innerstädtisch in Bad Hofen betrachten, dann sieht man, dass dieser Radverkehr unheimlich stark zugenommen hat und dass sehr viele Weidhofnerinnen und Weidhofner das Rad innerstädtisch benutzen. Es hat sich da ja auch wirklich etwas getan in den letzten Jahren. Sie haben das auch schon immer wieder angeregt, Radsituationen zu verbessern, Radwege zu bauen. Nicht zuletzt hat sich auch in Weidhofen eine Radlobby etabliert. Wie sieht das, die Situation im Augenblick aus und was sind die nächsten Ausbauschritte? Ja, erstens einmal möchte ich sagen, dass ich sehr froh bin, also dass sich die Radlobby sozusagen gegründet hat. Sie hilft natürlich mit, vor allen Dingen den Radverkehr zu propagieren und auch einige Dinge aufzuzeigen, die wir im allgemeinen Geschehen teilweise nicht zu bemerken bzw. gar nicht mehr sehen, weil man einfach immer wieder drüber fährt oder weil man es gewohnt ist. Aber also, es gibt doch, Entschuldigung, dieses Radkonzept wurde auch von Universitär begleitet. Die haben analysiert und gezählt. Wir müssen doch irgendein Ergebnis... Ich meine gar nicht so sehr das Radkonzept. Hier geht es um gewisse Verkehrsschilder, hier geht es um kurze... Um günstigere Radmöglichkeiten und so weiter. An und für sich, glaube ich, wird auch von der Radlobby die Radtangente vom Bahnhof in die Innenstadt und von der Innenstadt bis zum Vogelsang ganz gut bewertet und auch angenommen. Aber noch nicht gemacht? Noch nicht gemacht, aber 2015, 2016 ist die Umsetzungsphase. Also der Radfahrer kann sich auf baldige auf baldige Änderungen, ja. Im Zuge des Kanalbaus und Wasserleitungsbaus in der Wiener Straße wird ja der Kreuzungsbereich im Schlossbereich umgestaltet werden. Es wird auch der kombinierte Rad- und Fußweg zum Bahnhof entsprechend verbreitet und es soll eine Durchgängigkeit geschaffen werden, zunächst einmal bis zum Bahnhof. Man darf aber sagen, es wäre sinnvoll, wenn man das Ganze schaffen würde, wenn man bis zu den Kaufhäusern, Lidl, Lagerhaus mit dem Rad fahren könnte, ohne die Straße benutzen zu müssen. Und der zweite Bereich ist natürlich jetzt dann von der Innenstadt raus bis zum Vogelsang, so wie er im Verkehrskonzept angegeben wird. Was noch nicht ganz ausgegoren ist, das sind die Wege um die Schulen, Handelsakademie, BRG, beziehungsweise die Anbindung des Hohen Markts in diese Radtangente. Hier wird in nächster Zeit in den Ausschüssen entsprechend beraten werden und ich werde mir auch noch versuchen, mit den Schulen in Verbindung zu setzen, wie man hier eine vernünftige Lösung finden wird können. Verkehrskonzept, Stichwort, noch einmal, es ist universitär begleitet worden. Welche gravierenden Punkte sind in diesem Konzept angesprochen und welche konkrete Lösungen streben Sie an bzw. verwirklichen Sie dann auch? Ja, es gibt drei Dinge, die angesprochen worden sind. Das eine ist eben das Radfahren, das zweite ist der öffentliche Verkehr und das dritte ist sozusagen die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Der öffentliche Verkehr sowohl Richtung den Landeshauptstädten St. Pölten, Wien, Linz, der soll auch noch entsprechend attraktiver gestaltet werden und soll auch noch entsprechend beworben werden. Weidhofen bekommt einen neuen Bahnhof. Weidhofen bekommt einen neuen Bahnhof, ja.
Es ist, so viel ich gehört habe, soll der Stundentakt auch in den nächsten Jahren gesichert sein. Man kommt in 1,5 Stunden nach Wien, in 1 Stunde nach Linz, in 1 Stunde nach St. Pölten. Und so viel ich gehört habe, ab November auch in 1 Stunde 40 Minuten zum Flughafen Schwechat. Jetzt haben wir aber den innerstädtischen öffentlichen Verkehr. Da gibt es ja die Idee seit langem mit dieser Reithofen-Card. Wie schaut es da aus? Ja, die Reithofen-Card wird angedacht. Die Reithofen-Card war ja ein Punkt aus dem Wahlprogramm der SPÖ. Und wir wollen versuchen, mit der Reithofen-Card zunächst einmal vielleicht mit einer Jahreskarte doch einige Reithofener dazu zu bringen, mit einer günstigen Jahreskarte Reithofener dazu zu bringen, vom PKW auf ein öffentliches Verkehrsmittel umzusteigen. Ist dieser öffentliche Verkehr so ausgebaut, dass man auch annimmt, dass die Reithofener den auch nutzen? Ja, das gebe ich Ihnen schon recht. Ich bin selbst Betroffener und bin eigentlich, oder dort, wo ich wohne, wird nicht mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, oder ich bin sozusagen mit einem öffentlichen Verkehrsmittel nicht angebunden. Aber wenn man den städtischen Bereich betrachtet, man hat auf alle Fälle die Citybahn. Die Citybahn fährt im Wesentlichen im Stundentakt. Es gibt die Mostviertellinien, die auch innerstädtisch benutzt werden können. Und dann gibt es die Citybuslinien. Die Citybuslinien werden zu bestimmten Zeiten genutzt, zu bestimmten Zeiten nicht genutzt. Hier wird ständig versucht, durch entsprechende Adaptierung der Fahrzeiten die Annehmbarkeit dieser Einrichtungen zu verbessern. Mir geht es darum, dass vor allen Dingen in gewissen Bereichen man zum Beispiel nach 6 Uhr abends keinen Citybus mehr hat. Wir werden versuchen, den Citybus unter Umständen so zu legen, dass auch Beschäftigte in der Innenstadt unter Umständen mit dem Fahrzeug zu den Stadträndern gelangen, also mit dem Öffi zu den Stadträndern gelangen können. Gibt es da Zahlen? Wie ist die Entwicklung? Wird das mit der öffentlichen Verkehr mehr angenommen? Leider noch nicht. Der öffentliche Verkehr, das werde ja auch sein. Wir machen ja wieder im Mai, 29. Mai, einen sogenannten Rad- und Öffentag und versuchen dort entsprechend das Ganze zu bewerben und durch spielerische Maßnahmen vielleicht die Leute dazu bringen, doch einmal auf den öffentlichen Verkehr bzw. auf das Rad umzusteigen. Wir wollen an den Tag zum Beispiel wieder haben, dass die öffentlichen Verkehrsmittel überhaupt frei sind. Jeder, der mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder mit dem Rad in die Stadt kommt, an einem kleinen Preisausschreiben oder an einer Tombola teilnimmt. Aus Ihren Worten entnehme ich, dass Sie eigentlich hauptsächlich die Vernunft der Menschen ansprechen und es aber offensichtlich durch die verkehrsbedingte Lage in Reithofen nicht so einfach ist, den öffentlichen Verkehr gemeinsam mit dem Individualverkehr einer Lösung zuzuführen. Naja, ich möchte die Vernunft ansprechen, weil ich halte von Zwangsmaßnahmen überhaupt nichts. Und es dauert immer eine gewisse Zeit, es hat auch gedauert, bis wir sozusagen die Radtangente in das Bewusstsein mancher Politiker und der Bevölkerung hineingebracht haben. Aber wie es momentan ausschaut, wie wir doch vor einer vernünftigen Realisierung, die all diese Maßnahmen stehen, glaube, braucht vieles Zeit, um von den Leuten angenommen zu werden, von der Bevölkerung angenommen zu werden, von den Reithofnerinnen und Reithofnern. Und
Ich bleibe dabei, bewusstseinsbildende Maßnahmen sind für mich vorrangig und ob das Ganze was nutzt oder nicht, das können wir dann in 3, 4 oder 5 Jahren dann sehen, bewerten. Gut, Herr Stadtrat, dann bedanke ich mich für das Gespräch und vielleicht treffen wir uns in 3 bis 5 Jahren wieder und schauen uns das an, was die Maßnahmen bewirkt haben. Dankeschön. Ja, ich sage auch Dankeschön.